Kommen wir zur Kür. Bei der Kür ist es so, die ist ein bisschen länger. Genau. Deswegen wir die auch mehr lieben. Wir stehen ja länger auf dem Eis, das lieben wir daran. Nein, also 4 Minuten plus minus 10, wieder dieser Puffer. Wir haben bis jetzt immer mindestens 4 Minuten 5 gemacht, weil es einfach schöner ist und besser gepasst hat. Und da ist es so, dass wir das Thema uns frei überlegen dürfen. Die einzige Regel, die es da gibt, ist, es darf nicht mehr als 20 Sekunden kein Beat in der Musik sein. Genau. Sonst können wir frei überlegen. Also wir können auch zu einer Oper laufen, wir können zum Musical laufen, Filmmusik, alles mögliche. Hauptsache, weniger als 20 Sekunden ist ein Beat vorhanden. Es muss natürlich auch dem Publikum gefallen oder auch den Preisrichtern. Es darf also, wie wir schon angesprochen haben, nicht zu monoton sein. Es gibt so einige Grundregeln, wie Tim schon gesagt hat. Wir brauchen immer ein Beat, dass die Preisrichter auch immer gut zählen können, ob wir im Takt sind. 20 Sekunden dürfen wir ohne Beat sein. Dann haben wir noch einen sogenannten Rhythmuswechsel. Das heißt, wir können nicht nur eine Musik nehmen, sondern müssen irgendwo einen Rhythmuswechsel. Stimmungswechsel, Stimmungswechsel, aufweisen, richtig. Also, dass das Programm wirklich garantiert nicht langweilig wird. Und generell, genau, das Gesamtpaket sollte einfach stimmen. Stimmt. Also die Musik, die Kostüme, die Choreografie, das müsste alles einfach kompakt schön verpackt werden. Also wir könnten jetzt nicht zu einer Ballade laufen und dann mit zerfetzten Jeans aufs Eis gehen. Das geht leider nicht. Oder einem Lateinkleid, das würde halt einfach gar nicht zum Thema passen. Aber in Sachen Kostüme schreibt ihr einfach mal privat, weil das macht sie, das mache ich nicht. Ich sag nur immer, eine Sache meistens pro Jahr, die ich gerne haben würde und die bekomme ich dann sowieso nicht, also vergesse ich es einfach, ich mache Kostüme nicht mehr. Das lag bis jetzt nicht an mir. Okay, was haben wir in der Kür für Elemente? Wir haben 3 Hebungen, also nicht mehr wie im Shortdance eine, sondern 3. Das ist so gemacht. Oh. Was ist der Unterschied zu Shortdance? Wir haben 3 Hebungen, also nicht mehr nur eine wie im Shortdance, sondern 3 Hebungen, die sich voneinander unterscheiden. Die sind alle ein bisschen anders. Also entweder gehen die auf der Kurve, eine oder geradeaus, oder eine, wo wir uns ganz schnell drehen. Sie oben ist und ich mich drehe. Richtig. Oder wir, genau. Was noch? Dann haben wir noch wieder Schritte, natürlich. Davon haben wir 2. Die unterscheiden sich ebenfalls ein wenig. In dem einen Schritt müssen wir eine sogenannte One-Foot-Section haben. Das ist eine Sequenz aus 4 Schritten, die wir auf einem Bein machen, ohne das andere abzusetzen. Das ist relativ schwierig, weshalb das halt auch als difficult, also als schwierig anerkannt wird. Aber zum Level, wie gesagt, wieder gibt's da mehr? Also grundlegend kann man sagen, die beiden Schrittfolgen unterscheiden sich in der Form. Also entweder Form, man macht einen Kreisschritt, wo man von einmal im Kreis und den schließt, genau. Das war ein bisschen kompliziert überlegt wieder. Dann einen Diagonalschritt, der von der einen Ecke bis zur anderen geht. Diagonal. Oder ein Midline-Step, also Mitfolge. Auf Deutsch. Einfach von der kurzen Bande zur kurzen Bande, durch die Mitte durch. Und dann haben wir noch einen sogenannten Serpentinschritt. Der geht dann wie eine Serpentine durch die ganze Bahn S-Form. Durch. S-Form kann man sagen. Ganz viele S. Genau. So, und der Unterschied zwischen den 2 Schritten ist ebenfalls wie beim Einzellaufen. Das eine ist halt technisch, diese sogenannte One-Foot-Section. Und der 2. Schritt muss zu einem anderen Rhythmus sein, darf nicht zur gleichen Musik, nicht zum gleichen Rhythmus sein und ist auch ebenfalls mehr choreografisch. Aber da haben wir trotzdem noch 1000 Regeln, also nicht falsch verstehen, das wird irgendwie nichts. So, kommen wir zum nächsten Element. Schritt, Hebung, was fällt dir noch ein? Die Pirouette. Genau. Wir haben ebenfalls eine Pirouette in der Kür. Wie die Einzelläufe auch, aber nur eine. Und zwar drehen wir die zusammen.
Das heißt, wir halten uns fest, während wir uns drehen und gehen auch nicht auseinander. Nur zum Wechsel. Also wir drehen die zusammen und haben nicht so eine Form der Pirouette, wie die Paarläufer haben, dass die getrennt drehen, aber parallel. Wir sind zusammen und drehen wie eine Person sozusagen. Zum Glück brauchen wir das andere nicht auch nochmal. Nee, da gibt es ein paar Unfälle. Was ist das nächste Element? Natürlich darf unser Lieblingselement, der Twizzle, nicht fehlen. Yay! Auf jeden Fall muss der Twizzle dabei sein, weil der liegt uns so nah am Herzen. Der muss definitiv in diesem Programm vorhanden sein und wir lieben ihn ja so sehr. Das ist das Markenzeichen des Eistanzens eigentlich. Genau, auf jeden Keine Fall. Anderen Disziplinen machen diese Form von Element. Also die haben es in den Schritten drin, aber nicht so viele Umdrehungen, wie wir sie machen. Ja. Also Markenzeichen definitiv Twizzle. Dann haben wir noch als letztes etwas, ja, auch etwas neuer. Mhm, relativ neu. Genau. Die Choreo-Elemente. Also in den Choreo-Elementen haben wir auch drei Formen. Zwei davon müssen wir im Programm drin haben. Und zwar dürfen wir entscheiden zwischen einer Choreo-Hebung, einem Choreo-Twizzle. Da haben wir sie wieder, die Twizzle. Unser Lieblings. Für die Liebhaber der Twizzle definitiv empfehlenswert. Und die Choreo Spin. Bei der Choreo Lift ist es so, dass es kaum Regeln gibt, außer dass sie halt nicht über Kopf sein darf, wie ihr schon kennt. Und sie nicht länger als 12 Sekunden sein darf. Aber der Rest ist egal. Dann haben wir die Choreo Twizzle. Im Choreo Twizzle ist die einzige Regel. Fangen parallel an. Genau, die fangen parallel an und dann? Dann dreht einer weiter und der andere nicht. Genau, also natürlich dürft ihr auch weiter drehen, das ist jetzt keine Regel, aber wie gesagt, ebenfalls Kreativität ist gefragt, choreografisch muss es passen. Dann ist. Dann haben wir noch Choreo Spin als letztes, genau. Da kann man wie bei der anderen Spin auf einer Stelle drehen zusammen. Oder man kann auch vorwärts weiterlaufen und dabei wandern. So zusammen drehen, wandern, genau. Das Wichtige ist einfach nur, dass diese Spin mindestens zwei Umdrehungen, das ist die Regel. Genau, damit wären wir am Ende der Elemente von dem Programm angekommen. Und man merkt als letztes an diesen Choreo-Elementen auf jeden Fall, dass die ISU, also der Chef des Eiskunstlersport, auf jeden Fall immer will, dass es immer weiter geht's. Ja. Immer nach oben. Sich weiterentwickelt. Genau. Deswegen hat sich der Eistanz auch so in den letzten Jahren entwickelt. Damit sind wir auch am Ende des Videos. Schon. Die Zeit verfliegt. Und wir hoffen, dass ihr jetzt wieder besser informiert seid und dass euch das Video wieder weitergebracht hat und euch gefallen hat. Klickt euch durch unsere anderen Videos. Am Wochenende wartet wieder so ein kleines Special-Video. Also am Wochenende wird das gedreht von Katharina, weil jetzt war das letzte Video ja, dass ich alleine unterwegs war. Und am Wochenende ist Katharina alleine unterwegs ohne mich und nimmt euch mal mit. Ich weiß noch nicht, wohin es geht, aber bleibt gespannt. Anfang nächster Woche wird das dann gepostet und hochgeladen, nicht gepostet. Wir sind hier nicht bei Instagram oder so. Keine Werbung. Bis dahin bleibt sauber und wir machen als nächstes Thema im Know-how-Bereich. Wettkämpfe und solche Sachen. Spannend. Genau, also es geht jetzt immer mehr ins Detail und wir sehen uns das nächste Mal. Mach's gut. Ciao. Ciao. Bleibt sauber. Was? Bleibt sauber. Ja, so gut. Bis dahin. Bleibt sauber. Bleibt. Entschuldigung.